Er hat mich noch nicht gesehen. Dann jage ich ihm jetzt einen Pfeil in den Arsch. Wohl bekommst. Oh, geil. Ups. Dann machen wir uns reißende Axt. Ah, die haut rein. So, was gibt's da oben? Mach mal eine Erkundungstour. Eine kurze. Ein Stock. Nein, ein Besen. Du hast dein Besen vergessen. Was ist das? Eine Schere. Wah! Wo kommt denn der her? Ein faulender Zombie. Typisch Zombie, legen sie immer auf die faule Haut. Boah, haut der rein, ey. Okay. Du bist böse, ganz böse. Deswegen hacke ich dir den Kopf ab. Na komm, einen Schlag noch. Ja. Oh, totes Fleisch. Healing Party, Healing Party. Oh, was geht hier ab? Ah, eine Truhe. Ein Eisenkürer, so. Den probieren wir gleich mal an. Yo. Das ist ja mal geil. Also ich weiß nicht, ob das eine Originalrüstung aus Oblivion ist. Auf jeden Fall erinnert sie mich leicht an die Ork-Rüstung aus Morrowind. Dazu passen meine Hosen irgendwie gar nicht. Rüstungswert 2. Was hatte ich vorher? Rüstungswert 1. Und wie sehe ich aus? Richtig geil. Ja, das sieht gut aus. Hurra! Okay. Okay, 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 okay. Ja, aber irgendwie bin ich voll im Arsch, deswegen gehen wir jetzt irgendwo hin, wo man schlafen legen kann. Oh, ich glaube, das ist die Fischerhütte. Praktisch. Ist das die Fischerhütte? Oh, die hat auch schon bessere Tage gesehen. Ja, das ist die alte Fischerhütte. So, Ratten. Verratzen zu tun. Ah, noch mehr Ratten. Ups, voll daneben. Achso, die ist schon tot. Hammer und Dietrich. So, hier rasten wir aber jetzt erst einmal. Wie viel haben wir? 5 Uhr abends rasten wir 2 Stunden. Dann geht's uns besser, dann ist jetzt 7 Uhr abends. Jo, jetzt versuchen wir noch schnell da irgendwie hochzukommen. Da oben ist die Flasche. So. Irgendwie. Was, da geht's auch noch rein? Irgendwie müssen wir da hoch. Ja. Ah, ist da vielleicht. Ich hab mir so nach einem Dachfenster-Dingsbums ausgesehen. Komme ich da? Nein. Nein, nicht wirklich. Wir hatten die Krabben umgebracht, ich weiß nicht. Ich bin nicht so Krabben. Crab, Crab. Head Crabs. Kann ich da hochspringen? Springen! Ey, das hat sogar fast geklappt. Und Jump. Yo, hat geklappt. Ein Duftwasser. Ach, dann bringen wir schnell noch zurück. Ist doch kein Ding. Mach mal schnell, wer ist das?
Mirok, der Jäger. Ungeziefer, allesamt. Alle von diesem Pack, diesen Eterna. Ja. Laber nicht so viel. Das steht hier nicht, du kannst nicht reden. So. Lauf. Schneller. Teleport gibt's nicht. Gut so. Campfire. So, wo ist mein lustiger Gott, der mich aussendet, eine Duftflasche zu holen? So, mal ein richtig cooler Gott, oder? Oh, ich schände die Gräber. Darf ich das? Darf ich? Klar, sicher. Und dann springen wir da hoch. Abkürzung, yeah, was ist das? Plattform der Abtei Terina. Probieren wir gleich aus. Aber erst einmal reden wir mit dem Gott. Ihr brachtet die Flasche Duftwasser zurück. Gott Erodan erkannte, wie wichtig Ausstrahlung und Schönheit in der zivilisierten Gesellschaft sind. Er war immer darauf bedacht, ein makelloses und perfektes Auftreten zu hinterlassen. Ein perfektes Auftreten für einen perfekten Herrn. Für eure Demut gegenüber den Göttern und dem Schöpfer sei ein Teil von Erodans Ausstrahlung nun die eure. Cool! Eine Gesichtsbehandlung, eine Schönheits-OP. Ah, brachte die Duftflasche zurück, mein Charisma hat sich nun gesteigert. Ja, nett. Kann man das lesen? Beenden. Gebetsband. Ui. Langweilig. Ach, Geld. Das bisschen Kohle brauche ich auch nicht. So bedürftig bin ich nicht. So, und jetzt probiere ich noch dieses Portal aus.